Hallo Max. Jetzt Hallo. Hast du hier bei den deutschen Meisterschaften wieder richtig abgeräumt. Vor anderthalb Wochen haben wir nachts an den Fernsehgeräten gesessen und dein Rennen mitgefiebert. Ja. Da hast du was verlauten lassen, was wir, jetzt kam nicht ganz überraschend, aber womit wir schon ein bisschen so bewegt waren. War das jetzt hier national das letzte Mal, dass wir Max Hoff gesehen haben oder wie sieht's aus? Ne, ihr seht mich gleich noch in der 5000. Da freuen wir uns drauf. Nee, und ich habe ja gesagt, dass das mein letztes großes internationales Rennen war in Rio, in Tokio. In Rio war es auch gut. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr dann eher nicht mehr so der Fall sein, aber ich werde weiter paddeln und dafür liebe ich den Sport so sehr. Aber ich werde jetzt auch mal irgendwie gucken, dass ich beruflich ein bisschen Fuß fasse und werde jetzt nicht mehr 8 Stunden am Tag Sport treiben können und durch die Weltgeschichte reisen. Also da werde ich mich ein bisschen, was den Kanusport anbetrifft, ruhiger einstimmen. Aber also ich schließe nicht aus, dass ich nächstes Jahr vielleicht bei der Deutschen auch nochmal am Start stehe, vielleicht ein Mannschaftsboot mitfahre. Ob ich dann im ersten Boot sitze, kann ich nicht sagen, oder eine Langstrecke und so. Aber ja, dem Kanusport bleibe ich treu und das ganz bestimmt. Und wer weiß, was kommt, aber mit 38 muss man halt irgendwo auch mal schauen, was es noch so im Leben gibt. Ne? Und, der Jakob hat so ein bisschen gewitzelt, dass er nochmal sich mit dir in Zweier setzen würde. Thüringer, Regatta, irgendwann hat er das gesagt. Ne? Irgendwie hat er mich aus mich rausgepresst. Ich wusste das selbst gar nicht mehr, aber ja, du, ich schließe es nicht aus. Ich bin immer für Schandtaten so ein bisschen zu haben. Aber jetzt steht da mal so ein bisschen Familie an und ich glaube, Ronny hat so richtig Schluss gemacht. Ich glaube, bei mir sieht es noch so ein bisschen anders aus, aber auch so die ganz harten internationalen Sachen, dann bin ich auch vom Kopf her langsam müde auch und das merke ich auch. Und auch eben im Einer, der zweite Platz hinter Jakob, war ich auch mit zufrieden, aber ich habe da auch echt so gemerkt, so, boah, das ist auch nicht mehr mein Ding. Ne? Also von daher war es alles gut, da gratuliere ich auch ihm und da bin ich auch total mit zufrieden. Und ja, so Dinger gehen irgendwann mal so vorbei, aber ich bin ja noch da und lebe und also mal sehen, was kommt. Ich bin auch neugierig, ne? Und also ich kann das auch jetzt gar nicht so richtig sagen und muss, glaube ich, jetzt auch mal ein bisschen dann die Zeit so die nächste Zeit mal so ins Land gehen lassen und ein bisschen Urlaub haben. Vielen Dank, Max. Ja, danke. Die Kanu-Welt verneigt sich vor dir, vor dieser großartigen Karriere. Du hast für den Verband, für Deutschland Großartiges geleistet. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, danke schön. Und jetzt nochmal Daumen drücken für die Langstrecke, ne? Genau. 5000 stehen auf dem Mag ich ja ganz gerne, fahren wir gleich nochmal. Und ich glaube auch in so ein paar Wochen, Monaten oder irgendwann werde ich auch mal selbst realisieren, weil ich so die letzten Jahre angestellt habe, dass man dann irgendwie ganz stolz darauf zurückblicken kann. Bis jetzt ist das immer so ein bisschen Normalität gewesen, aber ist es ja eigentlich nicht. Und, wir werden sehen. Alles gut. Max, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute weiterhin. Tschüss.